Tag miteinander. Mein Name ist Oliver Reutmann, Rottweiler Züchter, Rottweiler Zwinger vom Hause Reutmann. Ich möchte euch heute mal hier diese Laufbahn vorstellen. Ich habe unseren Denkrüde, den Vitus, dabei, die Türkei-Rüde, rechts nach vorne gleich der Ausstellungshund. Ja, und um die Hunde optimal vorzubereiten für die Ausstellung und für den Hundesport, ist ganz wichtig, dass man Konditionstraining macht, Muskelaufbau. Und darum zeige ich euch jetzt mal dieses Laufband. 30 Sekunden Anlaufzeit hat das Band und ich lege jetzt einfach mal los. Jetzt stelle ich euch ein paar Informationen oder gebe ich euch noch ein paar Informationen zu diesem Laufband. Als erstes ist ganz wichtig die Sicherheit vom Hund, die muss natürlich gewährleistet sein. Hier ist ein Notschalter. Wenn der Hund nach hinten geht, dann löst sich diese Schnur und das Band schaltet von alleine ab. Ich mache die mal an den Halsband vom Hund. Ja. So, ganz wichtig, die Grundfunktionen von dem Gerät wären folgende. Ich kann natürlich die Geschwindigkeit variieren, um entsprechend natürlich auch die Kondition bzw. den Muskelaufbau beanspruchen. Ich mache es mal ein kleiner Tick schneller. So, man sieht, der Hund bringt immer mehr Kraftübertragung auf das Laufband. Ganz wichtig ist zu wissen, dass man natürlich mit dem Laufband den vorderen Bereich des Körpers vom Hund trainieren kann, Brustmuskulatur, die Schultern. Natürlich ganz wichtig, vor allem im Bereich vom Hundesport, wäre natürlich die Rückenmuskulatur und natürlich auch die Beckenmuskulatur und die Hinterhandmuskulatur. Wichtiger Punkt ist natürlich bei dem Laufband, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man die Höhe verstellen kann. Ich lasse es jetzt mal hochlaufen. Das Laufband kann man von 0 bis 15 Grad Steigung einstellen. Und man kann natürlich mit der erhöhten Steigung eine ganz andere Muskelbeanspruchung erreichen. Im Laufband selber, es hat die Seitenwände in Gitterform, sodass der Hund natürlich auch nach außen sehen kann und Licht kommt. Wichtig aber, das gibt dem Hund natürlich Stabilität im geraden Gang nach vorne. Hinten kann man das Laufband nach hinten schließen. Man kann es aber auch aufmachen, je nachdem, wie man das gerne möchte. Dann hat man da verschiedene Varianten. In der Grundeinstellung ist das Band so montiert, dass dieser Sicherheitsbügel, mit dem man den Hund justieren kann, beziehungsweise fixieren, ist hinten eingestellt. Man könnte ihn natürlich auch noch weiter nach vorne machen. Hier hat es verschiedene Verstellmöglichkeiten, die bei dem Band schon gegeben sind. Okay, also man sieht natürlich, das Laufband eignet sich auch wunderbar für das eigene Training. Man kann jetzt auch natürlich rennen. Das würde sich jetzt vielleicht eher für die Frau anbieten, aber es ist ein stabiles Laufband. Man kann selber drauf laufen. Wunderbar. Tag.